Aber generell wäre, glaube ich, jetzt so ein bisschen Leben gar nicht mal so schlecht. Haben wir nur leider nicht mehr. Das ist blöd. Stirb, 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 stirb. So ist gut. Ah, das ist doch schön. Ein bisschen Leben. Ist hier irgendwas oben drüber? Nee, okay. Speichern. Sicher ist sicher, ne? Wisst ihr Bescheid. Und dann gucken wir mal hier vorbei. Oh, guck mal, schon wieder nur knapp verpasst. Und wir, ach ja, genau. Wir kriegen den Ärger wieder. Oh no. Guck mal, ihr könnt sogar werfen mit irgendwelchen Sachen. Na, natürlich. So. Aber wenn hier wirklich so die ganzen Monster bzw. Gegner von Doom 1 und 2 hier auftauchen, oh Gott, dann will ich auf keinen Fall diese komischen Viecher sehen. Ihr wisst bestimmt, welche ich meine, diese komischen nackten großen Dinger, die einen so gute One-Hitten können. Nicht mit mir, mein Großer. Ja, ich glaube, wir sind mittlerweile an der Zeit, bei der wir die Waffe wechseln müssen. Weil wir wollen ja noch ein bisschen Spaß mit der Waffe haben. Was sagt eigentlich hier unsere Große? Oh, guck mal, das Plasmagewehr ist mittlerweile auch gut aufgeladen. Und du bist auch voll. Guck mal, dann machen wir doch mal ein bisschen Spaß hier mit denen. Wir müssen ja auch nicht zu geizig sein, oder? Wer schreit denn hier? Ah, Leute. Ja, dann komm doch. Mann, 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 Mann. Okay, das klappt nicht, habe ich mir fast gedacht. Rot ist generell immer schlecht. Dann müssen wir halt nach da. Und hier geht's auch nicht weiter, also bleibt uns ja eigentlich nur noch der Weg, oder? Bitte? Bitte was? Nope! Nope! Oh yeah. Oh yeah, Baby. Und natürlich kommen jetzt auch genau die Gegner, die man so geil mit der Kettensäge umbremsen kann. Okay, das Ganze hat uns aber trotzdem echt extrem viele Leben gekostet. Eventuell doch nicht ganz so geil. Naja. Machen wir das Beste draus. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns ja erstmal an. Hoffentlich ist es wieder nicht wieder ein Kettenbrief oder so ein Scheiß. James Holiday. Ich verstehe ihn überhaupt nicht. Okay. Irgendwas hat ihn anscheinend gestört, eine extrem wichtige Nachricht wegzum lasern. Keine Ahnung. Na gut, hilft dir nichts. Es gibt anscheinend nur. Nee, warte mal. Warte mal, von hier kommen wir. Da geht's nicht weiter.
Oh. Jetzt klappt's. Okay. Keine Ahnung warum. Aber ich hinterfrage das Spiel nicht. Oh, da war ja gar keiner mehr drin. Alter, es ist zu dunkel hier drin. Es ist viel zu dunkel. Nee, komm, Kettensäge gebe ich mir erstmal nicht. Wir probieren mal das Plasmagewehr aus. Ich glaube, das ist gerade der richtige Weg. Okay. Ja, gefällt mir sehr gut. Da hat die Professorin, ich habe den Namen vergessen, gute Arbeit geleistet. Nein, Fifi, nein. So, Fifi ist nicht immun gegen Plasma, haben wir festgestellt gerade. Gefällt mir echt extrem gut, das Ding. Ah, das haut ja rein hier wie Schmalz auf, weiß ich nicht, nee, wie ein Messer durch Schmalz oder irgendwie so lautet das Sprichwort. Buttermesser durch Butter, keine Ahnung. Okay. Hier ist alles tot und Tote sind ja generell auch sehr leise, von daher ist das hier alles super. Oh. Lift temporär, hat nichts mit Tempotaschentüchern zu tun, kauft keine Tempotaschentücher. Temporär deaktiviert, ist natürlich blöd. Nee, komm. Ja. So, safe. Wir sind wieder einigermaßen am Leben. Das heißt, wir safen das Ganze. Stirb! Nun denn, dann werden wir hier mal weitergucken. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Freddy. Also, Nightmare on Elm Street. Der wohnt doch auch in so einem. In der Hölle, in diesem Höllenschlund. Da, wo er die Kinder immer reinwirft, in diesen großen Ofen. Diejenigen, die es gesehen haben, die werden bestimmt wissen, was ich meine. Bitte wo? Oh. Hab dich gar nicht gesehen, sorry. Ich würde mal sagen, da drauf laufen oder mit der Zunge dran schlecken wäre wahrscheinlich nicht so gut. Dann suchen wir uns erstmal einen anderen Weg. Hier geht's nicht weiter. Bam, 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 bam. Und du bist weg. Okay, hier oben wäre nur noch eine Rüstung. Aber die brauchen wir momentan nicht, da wir gut ausgerüstet sind. Dem habe ich gerade ein bisschen beim Mittagessen gestört und es ist wieder so verdammt laut hier auf meinen Ohren. Da muss ich ein bisschen wegschreien hier. Weil ich sonst denke, dass mich keiner versteht, aber ich glaube, in der Endaufnahme ist es gar nicht so schlimm. Stirb meine Fresse. So, ich drehe mal kurz den Sound auf meinem Headset hier ein bisschen leiser. Den habe ich gerade für diese, für das PDA ein bisschen lauter gemacht, aber hätte ich, glaube ich, gar nicht machen müssen, weil der hat sowieso nur Dreck gelabert. Wo wir gerade bei Dreck sind, dann schaue ich doch mal hier rein. Oh. Wofür braucht man auf der Marsstation so kleine Räume? Sind es Abstellkammern oder? So kommst du mir entgegen oder? Ach, Fifi. Der Fifi stellt, glaube ich, die normalen Dämonen dar, die wir auch bei 1 und 2 hatten. Da bin ich mir mittlerweile relativ sicher. Und der hier stellt einen toten Wissenschaftler dar. Der da stellt ein Bein dar und du bist... Ja, das ist... Da könnte ein Oberarm sein. Oder ein Elefantenpenis. Eins von beiden. Wahrscheinlich eher ein Oberarm. Aber man weiß es nicht. Man kann nur spekulieren. Und da wir keine Spekulatius haben, spekulieren wir einfach mal nicht. Oh Mann, ist das heute so schlecht einfach.
Au. Spekulatius gibt es nebenbei auch bei uns schon im Laden zu kaufen. Das finde ich eigentlich ziemlich krass. Ich habe so Weihnachten noch überhaupt nicht auf dem Schirm und dann kommen die mir mit Spekulatius entgegen. Naja. PDA. Ron. Der gute alte Ron. Dann schauen wir mal, was der Ron so zu sagen hat. Audiolog von Officer Ron Ridge vom 16. Oktober 2145. Na, dann erzähl mal. Unfälle im Transporttunnel sorgen für Probleme sowohl bezüglich Nachschub als auch Wartung. Jeder Unfall führt zu einer ein- bis dreistündigen Verzögerung bei den größtenteils zeitkritischen Lieferungen. Es ist klar, dass die Sicherheit an bestimmten Kreuzungen verbessert und alle Mitarbeiter zu sicherem Fahren angehalten werden müssen. Am stärksten sind die Unfallzahlen in den letzten 6 Monaten auf der Strecke zwischen NPRO und Kommunikationszentrale gestiegen. An den Hauptkreuzungen müssen Sicherheitshinweise und bessere Beleuchtung angebracht werden, während zu Stoßzeiten die Nutzung auf Lieferfahrzeuge beschränkt wird. Sämtliche Mitarbeiter sollten auf die Magnetbahn ausweichen, um die Transporte nicht zu behindern. Ja, wie ihr seht, da gab es auch noch ein bisschen was zu lesen. Aber die Sache ist, ich finde, das hält auch manchmal extrem vom Spiel ab. Ich weiß jetzt aber allerdings nicht, ob das wichtig ist oder nicht. Es ist die große Preisfrage, da könnt ihr mir auch mal antworten. Wollt ihr das gelesen haben? Ansonsten würde ich da auch gelegentlich mal einen Cut machen, mir das in Ruhe durchlesen. Und wenn es wichtig ist, würde ich euch das einfach präsentieren. Ansonsten, wir müssen nicht zwingend notwendig alles lesen, weißt du? Wo? Wo schießt du? Keine Ahnung, wo der ist. Naja. Wisst ihr was? Ich hole jetzt erstmal diesen komischen Lifter. Weil das Areal hier ist einfach viel zu groß. Deshalb sprinte ich nicht zu weit nach vorne. Wartungslift in Station gerufen. Vielleicht gibt es jetzt auch so ein bisschen Railgun-Action oder so. So, bin ich mal gespannt. Schon ein extrem cooles Teil. Oh, ich kann es selber steuern. Wie krass. Das nervt mich ja jetzt schon. Alter, das nervt mich ja jetzt schon. So, ist hier mal ein Aussteiger? Ich weiß gar nicht, wo der Aussteiger ist. Ach so, okay. Dann hole ich mir hier noch den Scheiß mit und dann mache ich hier nochmal ein kleines Safechen. Das, naja. Ja komm, ich fahre mal einfach geradeaus weiter. Au! Schon tot? Ist das Vieh schon tot? Okay. Oh, jetzt hat er mein ganzes Display hier verschmutzt. Und der ist noch nicht tot. Du Spasti. Au. Von wo denn? Ach, da oben. Und dieser komische Lift hier, der macht auch irgendwie, was er will. Hier scheint es gar nicht weiter zu gehen. Naja. Fahren wir mal zurück. Das ist ein bisschen wie Google Maps irgendwie. Da habe ich auch immer so meine Probleme. Dieses Street View, weißt du? Ich gehe zu Fuß. Leck mich am Arsch. Nope! Nope! Na! Verarschen kann ich mich selber. Mann. Ach, guck mal an. Was zum Teufel? Naja. Immerhin erste Hilfe erhalten. Das ist schon mal ganz gut. Aber war hier nicht irgendwo der Ausgang?
So, ich scheiße jetzt hier auf die Magnetbahn, weil ich bin hier einfach so viel besser dran, glaube ich. Ich meine, das Springen funktioniert hier. Nee, da gehe ich noch nicht hoch. Ich schaue mich hier nochmal ein bisschen um. Oh. So, ich könnte mir vorstellen, dass ich hierfür dann doch die Magnetbahn bräuchte. Oh. Oh nö. Ja, das war's dann für heute mit Let's Play Doom 3. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal an irgendeiner Speicherstelle wieder. Bis dann schon.